Willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge PlayerUnknown's Battlegrounds. Heute nochmal in der Ego-Perspektive, da ihr die letzte Folge ja so cool fandet. Vielen Dank, dass ihr alle eingeschaltet habt und viel Spaß damit auf jeden Fall. Ich würde mich natürlich immer freuen, wenn ihr am Schluss, wirklich am Schluss der Folge, das Video mit einem Däumchen nach oben bewertet. Okay, es geht los. Wir holen uns direkt mal hier eine geile Waffe, eine P18C dann nach. Oh, 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 das ist nice, das ist nice. Oh, ich habe irgendwie die falsche Muni aufgehoben. Okay, nice. So, wir sind an der Military Base direkt, also man möchte sich ja nicht lumpen lassen und direkt loslegen. Loot-technisch absolut Müll, aber mal gucken. So, sammeln wir nicht auf, weil wir keinen Platz mehr haben. Ja, packe ich mal wieder drauf, damit wir da mitnehmen können. Okay, das ist gut. So. Zack. Eine M4 ist immer geil, Leute. So. Okay, müssen ein bisschen aufpassen. Ganz viele Leute hier unterwegs. So. Ich werde nicht nur in der Ego-Perspektive spielen in nächster Zeit. Also nicht wundern, jetzt aktuell kommen ein paar Folgen wegen dem neuen Patch. Aber bald spielen wir natürlich auch wieder die normale Ansicht. Ich glaube, da habt ihr auch mal wieder Bock drauf, ne? Und, taktisches Lager ist geil. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen... Oh, was war hier? Achso. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Stuff. Müssen in die Häuser gehen, aber hier sind bestimmt überall Leute. Hm. Davon lassen wir uns nicht abbringen. Boah. Ist das hinter uns? Und auf den Dächern ist auch mal was. Da sollte man auch mal gucken gehen. Lalalalalala. Ja, unter uns ist einer. Dieses Scheißflugzeug immer genau dann kommen muss, wenn man gerade hier machen ist, ne? So. Bitch, leg dich niemals mit einer Uzi an. Dein Rucksack? Ja. Ach, geil. Ja, die UMP lasse ich mal kurz hier. So. Hat er schon alles durchgeguckt, wa? Hat der denn einen Scope? Ich habe gar nicht geguckt. Der kann mich doch nicht einfach hier so erschrecken. Ein sauberer Start. Direkt einen geholt. Den ein bisschen das, den Popo versohlt. So, rein damit. Ist doch schon mal gut. Also, schön bequem hier hinsetzen. So. Und ab ins nächste Haus. Zonentechnisch. Oh, wir sind in der Zone, aber... Keiner drin. Find's irgendwie in der Ego-Perspektive auch schon geil inzwischen. Also, weiß ich auch nicht. Ich habe mich jetzt ein bisschen dran gewöhnt. Ich habe auch den ganzen Tag damit gespielt. Wenn man einmal so drin ist, am Anfang ist es sehr, oh nice, sehr gewöhnungsbedürftig. Aber wenn man es einmal hat, dann macht das mega Laune. Bin ja mal gespannt, wenn ich dann jetzt das nächste, das normale PlayerUnknown's Battlegrounds spiele, ob ich dann irgendwas merke, so weißt du. Boah, jetzt fehlt mir eigentlich noch ein Stufe 3 Helm. Dann habe ich alles Stufe 3 Ausrüstung. Hatte ich einmal und hat die Bombenzone mich getötet, obwohl ich in dem Haus stand. Das war in dem Livestream. Boah, hab ich mich geärgert. Ja, guck mal hier. Haben wir? Brauchen wir nicht. Behalte die Uzi jetzt erstmal. Oh nein. Nee. Nee. Ich bin euch da was schuldig. Kaputtes Auto, oder? Oh, ne, ist ein Buggy. Ah. Nice.
ist halt laut wieder, ey. Okay, Wetten einmal abschließen, wird die Brücke abgehängt, aber ja. Das sieht sehr gut aus. Lasst mich noch alle in Ruhe, die Leute. Hab's nicht gesehen, ob. Hä? Hab's nicht gesehen, ob in der Tür auf ist oder so. Nee. 51 noch. So ein schönes Visier noch, ne? Das wäre so ein Traum. Schön für die K draufpacken. Eieiei, geil. Mal gucken. Mal gucken, was wir hier auf dem Trödelmarkt so Schönes finden. Ist auch schön, jetzt mal ohne Lex zu spielen. Also, das geht jetzt richtig gut von der Hand. So richtig schön flüssig, wie mit Spucke. Dann machen wir uns mal vom Acker. Oh, da kommt jemand. Der im Visier für uns. Da hat er. So. Spritze rein. Warte mal. Okay. Hat er noch jemand? Munition ganz viel. Eine K hat er auch, ja. Nee, da brauchen wir ja nicht. Wir brauchen das hier. Wobei. Eine K verschießen wir nicht so viel. Ja, kann ich das nicht hinlegen? Auf dem Boden. Ah, da. Was denn? War einer, wie lustig. So, guck mal, jetzt können wir genau hingucken. Ich habe ihn getroffen. Fahren. Da hinten. Hm? Was hat der denn gemacht? Hm.
Problem ist, dass man bei der Karte dann aus dem Visier rausgeht, ne? Das ist. Macht ihr mal. Warte, hier kommt man nach vorne raus, ne? Andersrum. Auch nicht, wie komme ich denn hier vorne nochmal raus? Ah, hier. Okay, wie weit müssen wir? Ach du Scheiße. Okay, wir haben ja noch Erste Hilfe bekommen. Wir müssen ein bisschen schneller jetzt sein. Da hat ja einen Jeep gerade, der Typ, der gekommen ist, ne? Der wurde geklaut. Kacke. Warte, mein Buggy muss irgendwo hier stehen. Ah, der ist auch weg. Mist. Oh, das schaffen wir nicht. Lauf, 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 lauf. Das ist zu weit. Oh, ist das doof. Nein, nicht schon wieder durch die Zone, Leute. Wir haben so gut gekämpft hier. Das kann doch nicht sein. Ich versuch's, ich versuch's. Einer mit. Komm, 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 komm. Du schaffst das, du Drecksack. Komm, 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 komm. Und weiter. Oh Gottes Willen. Oh Gott, guck mal, wie schnell das jetzt runtergeht. Das ist so nervig. Komm, 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 komm. Ey, die Zone ist da vorne. Komm, bitte mach keinen Scheiß. Lauf, lauf, lauf. Nein. Nein, Leute. Ist das scheiße. Oh Mann, wir haben so gut in dieser Runde gespielt, ne? Oh nein. Ist das ärgerlich. Da haben wir uns gerade so sehr auf dieses Haus fokussiert, dass wir es einfach nicht geschafft haben. Ja, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Episode. Trotzdem, der Car-Kill war gar nicht mal so schlecht. Ich wünsche euch was. Macht's gut.